Noch ist nicht klar, ob es sich bei der Frau überhaupt um Sophies Leiche handelt. Na, was meinst du denn, wie viele Tote da im Wald verbuddelt sind? Ja, okay. Vielleicht finden sie bei der Obduktion heraus, dass sie überfahren wurde, aber niemals, dass du die Fahrerin warst. Was sollte denn dein Motiv sein? Du kennst sie doch gar nicht. Niemand stellt die Verbindung zu Sophies vorher. Dafür will Friedrich schon sorgen. Dem glaubt doch niemand mehr, weil er unter Verdacht steht, seine Frau umgebracht zu haben. Es ist alles vorbereitet. Friedrich und Charlotte hatten Streit. Meiser will ihm den Schuss anhängen. Du hast das Insulin und ich sorge dafür, dass sie schlafen wie Babys. Sebastian, trotzdem... Gestern erst ist Friedrich dir gegenüber handgreiflich geworden. Es zeigt doch, er hat sich nicht unter Kontrolle. Wenn wir jetzt entschlossen vorgehen... Dann wir? Ich lasse dich nicht im Stich. Ich liebe dich. Ich will mit dir den Fürstenhof übernehmen. Du, ich und Mila, die dieser Mistkerl dir weggenommen hat. Willst du die Stahlsippschaft wirklich damit durchkommen lassen? Hm? Wieso denn im Wald? Ja, okay. Ich komme gleich. Bis dann, Niklas. Das klang aber dringend. Was will er denn? Ach, wenn wir doch endlich nicht mehr so tun müssten, als wären wir Geschwister. Dann könnten wir uns einfach treffen, aber so... Es ist ja bald vorbei. Sofern alles gut geht, muss ich nur noch 24 Stunden durchhalten. Dann ist Schluss mit der Lügerei. Endlich. Hey, danke, dass du so schnell gekommen bist. Klar, was ist denn los? Oder wolltest du nur einen Kuss von mir? Hauptsächlich. Es gibt trotzdem was ich mit dir besprechen muss. Kann Mila heute bei dir im Zimmer schlafen? Klar, aber ist denn dein Vater damit einverstanden? Ihm bleibt nichts anderes übrig. Die Nanny ist krank und er will nicht, dass sie bei ihnen bleibt. Weil? Sebastian hat uns gesteckt, dass Patricia heute Nacht versuchen wird, Charlotte umzubringen.